Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem hohen Norden. Wir befinden uns circa 10 Meilen nördlich vom Polarkreis, mitten im Nirgendwo, also hier ist überhaupt nichts los, und haben was ganz Verrücktes vor. Dieses Gebiet, dieses Revier hier im hohen Norden Norwegens ist für mich komplett neu. Ich bin einer Einladung gefolgt von Christoph, Inhaber der Djungsfjord Lodge. Der ist fernab vom Massentourismus und das hat mich natürlich mega gereizt. Wir grüßen euch. Wir sind gut geschafft, 15 Stunden jetzt auf dem Bein. 15 Stunden Maske aufgehabt, also ich glaube, mir fallen hier langsam die Ohren ab. Wir sind gut gelandet in Bordeaux, relativ weit im Norden Norwegens. Hier sitzt er, der Uwe, der ist ammelsprachlos. Jetzt haben wir noch einen längeren Roadtrip vor uns auf die Fähre und morgen früh sehen wir uns am Wasser und zeigen euch, was wir vorhaben. Und heute ist unser erster Angeltag. Wir werden mit Revierkenner Seamus, da hinten steht er. Hi. Jetzt mal rausfahren, uns ein bisschen umschauen. Es wird heute wahrscheinlich ein bisschen ruppigeres Angeln werden. Ja, also draußen ist richtig weiß auf dem Teich. Aber der erste Tag, wir schauen uns ein bisschen was an, wir schauen uns ein bisschen um. Und dann nehmen wir euch mit und zeigen euch, was hier in diesem Wahnsinnsrevier, in dieser Predator Area hier, gibt es definitiv keinen Fisch, der einen anderen Fisch nicht sofort fressen würde. Was wir hier vorhaben, was wir fangen und was wir erleben. Auf geht's! Zeug packen, aufs Boot, Abfahrt! Ich glaube, ich habe euch noch gerade gesagt, wer mich begleitet. Mein bester Wallerangelpartner Uwe ist mit am Start. Mal gucken, ob er hier den ganzen Teich vollbricht, wenn wir jetzt offshore rausgehen. Aber ich glaube, das schafft er. So, hier ist der Bootssteg. Wenn es mal morgens schnell gehen muss und ihr zu lange geschlafen habt, gibt es den Kaffee natürlich hier auf dem Boot. Da braucht man keine Angelzeit verschwenden. Und Abfahrt! Wir haben uns zum Start jetzt relativ ufernah erstmal in die Drift gesetzt. Im Hintergrund seht ihr überall die Felsen. Wandert jetzt langsam von 40 auf 20 Meter hoch, also in diesen Wasserschichten findet ihr immer Fische. Ja. Nicht gleich zu tief anfangen, erstmal ein bisschen flacher reinsetzen. Um nicht zu schnell aufs Ufer drauf zu driften, nutzen wir hier einen Driftsack. Habt ihr auf jeden Fall Platz für im Auto, aber in den meisten Camps kriegt ihr die natürlich zum Boot dazu. So, und jetzt starten wir mal, werfen in die Antrift, also in den Bereich, auf den wir drauf zutreiben, und schicken dann die Köder zum Boot hin. Also ihr könnt ihn entweder komplett auf Grund lassen, langsam zum Boot hochkurbeln oder auf euch zu zum Boot hin mit Sprüngen über den Grund schicken. So, wir starten mal mit einem kleinen Paddler, 30 Gramm Kopf, 15 Meter Wassertiefe. Damit kriegt man immer eigentlich hier was ans Band. Der erste Biss. Lass den Köder nach dem Auswerfen bis zum Grund absinken. Wir holen dann langsam zum Boot hoch
rund aufgesetzt, der Gummi, leicht angechickt, wieder runtergelassen und bam. Wird ein Dosch sein. Ui, der hat schon Power. Leichtes Gerät, macht er natürlich mega Laune. Ne? Ich habe hier eine 240er Quantum Smoke, 50 Gramm Wurfgewicht, 14er geflochtene. Da kann man auch in Norwegen mit Fische fangen. Also ihr könnt auch ganz problemlos euer Zanderzeug von zu Hause hier am Meer benutzen, wenn ihr nicht so tief unterwegs seid. Kommt doch. Schöner Tankdosch. Schöner Tankdosch und komplett weginhaliert. Den Kettler. Da ist er. Kleiner Gummi. Guter Fang. Der darf zurück. Den Kescher legt man gar nicht so weit weg. Da wird gleich der nächste zoppeln. Wurf. Rolle zu, Absinkphase. Ich kurbel jetzt immer leicht ein bisschen mit, dass ich schon genau merke, je nachdem wie schnell ihr driftet, wann der Gummi am Grund aufschlägt und dann wie beim Zanderangeln. Langsam reinschicken. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ihr dürft jetzt nicht erschrecken, wenn ich euch zeige, was jetzt hier zum Einsatz kommt. Der ganz, ganz kleine Paddler, 30 Gramm Kopf und direkt hier an der Felsenkante geht er auf Tauchfahrt und da werden wir, wenn es gut läuft, gleich einen Wahnsinnsdrill erleben. Volleinschlag mit kleinem Gummi hier direkt an der Felswand. Ganz ufernah. Das wird ein starker Pollack sein. Da qualmt die Bremse. Gib mal einen Kescher rüber. Unglaublich, unglaublich.
leichtem Gerät. Also die Zeiten sind definitiv vorbei, wo man hier in Norwegen mit schweren Pilzen unterwegs ist. Machen immer noch genug Leute, aber ihr merkt die Bisse nicht richtig am Grund. Ihr könnt mit leichtem Gerät genauso gut hier gute Fische fangen. Da kommt er. Einem Paddler, also wirklich ein ganz kleiner Gummi am schweren Kopf, direkt hier an den Felsen. Starker Fisch. Also geben richtig Gas, machen richtig Spaß hier im flachen Wasser. Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz dicht hier am Ufer gehen die Ruten richtig krumm. Light Tackle fischen mit kreischenden Bremsen vom Feinsten. Ja, der geht noch. Jawohl. Wow. Fettes Teil, Pepo! Danke! Danke! Das ist halt wirklich das Beste, ne? Wenn man flach angelt. Also die Fische kommen hier alle an dieser Steinwand, an dieser Steinkante. Können wir die auch problemlos wieder zurücksetzen. Denn irgendwann ist ja die Kiste voll. Und ihr solltet euch auch wirklich gut überlegen, ob ihr jeden Fisch hier mitnehmen müsst, dann kann man die wieder toll releasen und weiter geht der Spaß. Lasst den ganz gefühlvoll hier die Kanten runter juckeln. Bis ich unten bin und holen dann ganz langsam hoch. Machen ein paar Spin-Stops. War irgendwas. Ja. Da war irgendwas. Ah. Filter Schwanz. Weiter geht's. Neuer Köder drauf. In Norwegen haben die Fische Zähne. Schöner Pollack. Wahnsinn. Material. Danke. Ho. Petri. Petri, dank. Ja, mega. Doppeldrill. Unglaublich. Klein Gummis. Schnell Abnehmer. Wahnsinn. Leichtes Gerät, bringt hier wirklich mega Fun auf dem Meer.
kleiner Dorsch. Der darf auch direkt zurück. Paddler in einer auffälligen Farbe, gelber Bauch, roter Wackelschwanz, 30 Gramm Kopf, 50er Vorfach, passt. Mal gucken, was der Uwe da am Band hat. Ein Kescher ist echt wichtig bei unserer Fischerei. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr mit dem Auto nach Norwegen fahrt, nehmt euch einen Kescher mit. Da könnt ihr ganz schnell die Fische und sicher auch von Booten mit einer höheren Bordwand landen. Und vor allem für die Fische, die dann zurückgesetzt werden können oder sollen, ist es eine ganz tolle Sache. Schaut euch mal den starken Dorsch an. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn er nicht so tief angelt, könnt ihr auch die Fische problemlos zurücksetzen. Ja. Wir nehmen natürlich auch was gerne mit rein, aber haben wir noch mal Zeit. Wir sind noch ein paar Tage hier, geht ja erst richtig los. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier vorne auf dem Echolot seht ihr schön unsere Angelsituation. Oder besser gesagt, unser Angelrevier, was wir uns jetzt ausgesucht haben. Hier ist ein flacher Punkt, hier nebendran liegt diese Insel und hier treiben wir jetzt ganz langsam hoch aufs Ufer. Gehen jetzt gleich auf diesen 28 Meter Berg, dann fällt es nochmal ab, 30 Meter, und dann duppelt es langsam hoch zum Ufer hin. Da werden wir jetzt unsere kleinen Gummis mal auch auf Tauchfahrt schicken. Könnt ihr schön sehen, wie der Triftsack sich aufgefaltet hat und das Boot bremst, also ihr nicht zu schnell unterwegs seid. Wir haben jetzt eine Drift drauf von knapp über 1 km/h, ansteigendes Wasser, eigentlich beste Voraussetzung. Langsam zum Boot ranschicken, schön sprüngen und Fisch. Irgendwas Kleineres. Ihr werdet es nicht glauben. Eine Makrele. Und die hat mir auch noch den Schwanz vom Paddler abgebissen. Richtig toll, facettenreiches Angeln. Wahnsinn. Also von den kleinen Gummis müsst ihr auf jeden Fall genug dabei haben. Die werden definitiv gefressen. Und manchmal im wahrsten Sinne des Wortes auch zerfressen. Aber dafür sind wir ja hier, ja. Weiter geht's. Schaut euch mal das Echolot an. Alles voll. Überall große Seelachse. Am Grund bis ins Mittelwasser rein. 40 Meter Wassertiefe. Und da stehen sie drin. Da stehen sie drin, die Jungs. Die Möwen warten schon. Jetzt müssen wir sie nur noch ans Band kriegen. Mit Light Tackle. Auf geht's. Probieren wir mal unser Glück. Wie lange es bis zum nächsten Biss dauert. Rausschmeißen, noch ein bisschen absinken lassen den Köder. Wir haben 38 Meter Wassertiefe. Wir lassen jetzt dann komplett durchsacken. Die kleinen Köder an der dünnen Schnur kommen schnell auf
Grund. Halte dann immer so meinen Finger ein bisschen an der Schnur, habe ich schon einen Biss bekommen in der Absinkphase. Schon mal oben. Uwe hat noch zu kämpfen. Starker Köhler. Oder Seelachs auch genannt bei euch zu Hause im Supermarkt. Kettlach bringt Fisch ohne Ende. Mittagszeit, wir haben Hochwasser, dümpeln hier draußen rum, keine Welle mehr auf dem Teich. Jetzt heißt es natürlich durchhalten, bis wieder ein bisschen Strömung kommt auf dem Meer. Denn wenn es strömt, entweder ablaufend oder auflaufend, heißt man die Fische. Das muss hier ein bisschen die Zeit vertreiben. Ein bisschen unterm Boot rum dotzen lassen die Köder. Ab und zu beißt dann auch mal ein kleiner Zeitvertreib. Da wird ein kleiner Dorsch sein. Mit den kleinen Gummis habt ihr halt immer irgendwie Action. Dann wird es nie langweilig. Herrlich hier draußen. Natürlich kann man hier auf dem Meer, ja, so klein ist er gar nicht, ein schöner Küchendorsch auf dem kleinen Gummi. Thank you.
uns kommt er nicht in die Küche, da durfte der schwimmen. Wir haben jetzt noch relativ hohe Temperaturen, also was heißt hohe Temperaturen? 10 Grad Außentemperatur in der Sonne. Und dann fangen wir dann abends zur Dunkelheit hin an, uns ein paar Fische einzusammeln, die wir uns dann abends zubereiten. Und auch ein, zwei Filets einfrieren, damit die Family zu Hause auch was zu essen hat. Aber dennoch können diese Phasen dann entweder bei Niedrigwasser oder bei Hochwasser, wenn kaum mehr Strömung hier draußen herrscht und ihr kaum mehr Drift habt, wirklich auch sehr langweilig werden. Dann heißt es einfach durchhalten und in ein, zwei Stunden kommt wieder Bewegung ins Meer. In der Zwischenzeit können wir mit den kleinen Gummis ein paar Fische hier im Grund ärgern. Ich will jetzt mal schnell die Zeit nutzen, um euch unser Gerät vorzustellen. Viele erwarten ja beim Meeresangeln immer schweres, klobiges Gerät. Ich habe eine ganz leichte Spinnrolle hier im Einsatz, in der 30er Größe. 0,14er geflochtene Schnur, sind circa 200 Meter drauf, das reicht vollkommen. Als Rute habe ich eine sehr bekannte Allround-Spinnrute, die Quantum Smoke, mit einer Länge von 2,40 Meter und einem Wurfgewicht von 7 bis 55 Gramm. Das deckt hier meinen Angelbereich, meine Köderwahl ganz perfekt ab. Vorne auf der geflochtenen haben wir ca. 60 bis 80 cm langes Monovorfach in der Stärke 0,40 bis 0,50 mm. Ihr könnt auch gerne Fluorcarbon einsetzen, ich vertraue aber auf Mono. Kann ich nicht behaupten, dass es schlechter fängt als Fluorcarbon. Für diejenigen, die sich ihr Vorfach nicht selber anbauen möchten, gibt es auch Fertigvorfächer hier in der 50er Stärke, das Quantum Q-Leader. Nutze ich auch sehr gern zum Hechtangeln. Gibt es in der 50er und 70er Stärke, also wenn es tiefer gehen sollte, oder auf Heilbutt zum Spinnfischen, Großdorsch, das 70er, und ansonsten nutzen wir hier die 50er Stärke. Es sind immer zwei Stück drin, müsst ihr einfach anknoten und geht schon los. Und hier kommen wir mal rüber zu den Ködern. Ich habe hier ein gutes Sammelsurium dabei. Eine gute Ködervielfalt ist wichtig, denn die Fische werden euch hier ganz schön eure Köder zernageln und oftmals sind ganz bestimmte Farben dann der Bringer, das muss man testen. Sehr gut laufen immer Farben, die sehr aggressiv unter Wasser sind, gelber Bauch oder Schwanz, komplett gelbe Köder. Hier drüben zum Beispiel grüner Schwanz, eine sehr dezente Köderfarbe. Und auch der Paddler in der Mini-Größe, ja, weiß-rot, sind Sachen, mit denen wir hier gut Aktion bekommen. Und ihr seht, die Köder sind auch alle gar nicht mal so groß, ja. Keine Riesenköder. Das hier ist zum Beispiel was, wenn ihr an den Felswänden angelt, auf Pollack und Co. Geht schön schnell runter, ein kleiner Flinkerköder. Und all diese Köder sind montiert an Jigköpfen zwischen 30 und 50 Gramm. Damit kommen wir gut bei den Wassertiefen zurecht, die wir hier angeln, zwischen 20 und 40 Metern. An dem leichten Gerät mit der dünnen Hauptschnur macht das richtig Laune und bringt richtig Fisch in die Kiste. So, weiter geht's. Echolot ist voll, überall hier seht ihr die Seelachse. Da müssen jetzt die kleinen Köder runter. We'll be right back.
Kleine Gummis, große Räuber. Einfach der Wahnsinn. Probiert's aus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viele Grüße, bleibt gesund, euer Stefan. Ciao, ciao.